Ja, mehr als 8 Jahre ist es her, dass Geflüchtete das Gebäude besetzten, in dem wir gerade sind, die Gerhard-Hauptmann-Schule im Stadtteil Kreuzberg in Berlin. Die Besetzung war Teil eines Zyklus von Flüchtlingskämpfen zu Beginn des vergangenen Jahrzehnts. Die Forderungen waren die gleichen wie in vorangegangenen Jahren. Bleiberecht, Arbeitsrecht und keine Lager. Die Aktionsform, aber die Ausdauer und auch die Bereitschaft zur Zuspitzung hatten eine neue Qualität. Es war eine Kombination aus Märschen, aus Hungerstreiks und aus der viele Monate andauernden Besetzung öffentlicher Räume und Plätze, die die Politik zwang, sich den Forderungen der Geflüchteten zu stellen. Die Politik reagierte mit einer Mischung aus kleinen Zugeständnissen, mit Hinhalten und zum Teil auch mit offener Repression, so auch in der Gerhard-Hauptmann-Schule. Das Flüchtlingszentrum, das die BesetzerInnen und die UnterstützerInnen hier schaffen wollten, existiert bis heute nicht. Stattdessen wurden die Menschen letztlich von der Polizei aus dem Gebäude geholt, das heute, etwa 7 Jahre nach der Räumung, größtenteils leer steht und verfällt. Gleichwohl war die Besetzung ein wesentlicher Teil eines der wichtigsten sozialen Kämpfe von Geflüchteten in Deutschland, der bis heute politische Folgen hat, die weit über Berlin hinausreichen. Das Friedrichshain-Kreuzberg-Museum hat die Besetzung als Teil der Stadtteilgeschichte Kreuzbergs dokumentiert und eine Materialsammlung angelegt. Und das Gespräch, das wir heute führen wollen, ist Teil dieser Dokumentation. Wir wollen darüber sprechen, was von dem Kampf der Flüchtlinge in der Gerhard-Hauptmann-Schule und auf dem Berliner Oranienplatz auch geblieben ist. Und dazu sind wir versammelt mit Ahmed Hassan Al-Nur, einem Geflüchteten und Aktivisten aus dem Sudan, der 2,5 Jahre in der Gerhard-Hauptmann-Schule gelebt hat. Lika Stein, einer Aktivistin aus Brasilien, die 2010 nach Berlin gekommen ist und hier in der Schule den International Women's Space mit aufgebaut hat. Mit Adam Bahar, einem Aktivisten aus Sudan, der ebenfalls mehrere Jahre hier in der Schule gelebt hat. Jan, einem Aktivisten und Unterstützer aus der Schule. Und Kim von der Nachbarschaftsinitiative Olauer Straße. Und sie ist Kunstlehrerin. Vielleicht um zu beginnen, Adam, du hast es vorhin, als wir die Schule uns angeschaut haben, nochmal gesehen. Es gibt ein großes Graffiti in dem Trakt hier direkt nebenan. Da steht an der Wand mit gelben Buchstaben geschrieben, dieser Teil, diese Periode war ein guter und wichtiger Teil unseres Lebens und ich hoffe, es wird für immer sein. Entspricht das auch dem, was deine Gefühle zu diesem Ort sind? Ja, kann ich so sagen. Ja, da war ein großes Teil von meinem Leben und wird auch sowieso. Aber jetzt nochmal nach sozusagen 8 Jahren nochmal hier zu sein und das nochmal zu gucken, da Leerstand, nichts passiert, dann die Gefühle ein bisschen mischen zwischen Stolz, dass wir was gemacht haben und traurig, dass es dieses Refugees International Center ist, es nicht passiert. Und gleichzeitig, ich bin auch nochmal sicher, dass wir hier in Berlin jetzt und Kreuzberg was gemacht haben, dass Leute können jetzt sehen, dass es die Politik, die Asylpolitik in Deutschland funktioniert nicht und in Berlin funktioniert richtig nicht. Weil es ist nach 8 Jahren, dass wir Leute ein Konzept haben, was auch für die Nachbarschaft und auch für die ganze Berlin offene Angebot gibt. Jetzt nach 7 Jahren die Politik, das heißt alles ignoriert und nicht weiter gemacht und Leute jetzt stehen in die Straße überall, Obdachlosigkeit und in Zeit vor Corona auch das alles zu sehen, finde ich traurig. Du hast gerade gesagt, wir hatten ein Konzept, das heißt das, ihr seid sozusagen auch nach der Räumung dann noch als Gruppe weiter dran geblieben und habt versucht, dieses Konzept weiter zu verfolgen? Ja klar, aber ich rede über den, damals die Zeit, wo es die Leute hier gelebt haben und die haben schon was gemacht. Was war hier die Social Center, wie es immer jeden Tag, es gibt ein Essen gekocht, die Leute, die von, auch nicht nur die Leute, die hier leben, die mit Bewohner, aber auch die Leute von der Straße, Abdachlose und so, die hier gekommen und gegessen.
Es gab eine ja, verschiedene Theatergruppe, es gibt eine Band, die haben auch Musik gespielt, aber dann danach auch die Leute haben versucht, das zu verfolgen und Konzept auch zu erreichen, aber das war nicht, denn die Will gab nicht von der Politik und das muss man hier klarstellen. Das braucht für mich kein Konzept zu erreichen, weil die Leute sind da und haben was gemacht. Danke. Alnur, you were the chef, the cook of the activist of the Oranienplatz at the squatting of the school, the school, the Gerhard Hauptmann Schule, was an action that emerged from the people who were gathering at the Oranienplatz. If you think back to this time before you were living on the Oranienplatz, then you moved in here. What has changed here? What was different compared to the Oranienplatz squatting? I think since the Oranienplatz is cooled, it's occupied after the Oranienplatz. The people who occupied the school, they were in Oranienplatz. And then after Oranienplatz, because it was very cold and it's snowing and the people always living and more people, so there's no place to take all the people. And I'm one of the people who come here, occupied this school too from the beginning. So was the school here only for the place the people to sleep and next day to go to the Oranienplatz, because we have all our activity, our meeting, our things in Oranienplatz, but here people then must have place to sleep. So that's why we occupied the school. And I think for the school, we fight it a lot and we struggle a lot, really, really, since 7 or 8 years, since 2013. And until today, I don't see the thing change, but we are proud what we do because we are really fighting and we are fighting for our rights. And the politician knows things really like a lot of change until today, because the people really struggled and occupied here. We want to do the refugee center here, but we did a lot. We had a concept and we did a meeting with the politician, but the politician always snuck around, so they never did us with the things. But they still, until today, are the worst. The people getting deported and yeah, it's true. Some people, maybe the situation it's getting better. They get a paper, but they're still the other people. That doesn't mean, for example, if I get a paper or permit to stay and the other people, they still, until today, they have no place to stay. And it was really our hope to open this refugee center, but that's doesn't mean like we have to go back. We have to continue fight because we never trust the politician. But the things, the refugee must more fight for this, more and more. Thank you. Jan, es war ja sozusagen nicht von vornherein klar, dass auch die Schule sozusagen Gegenstand oder ein Ort der Flüchtlingskämpfe sein soll. Das ist erst entstanden, als es die Besetzung des Oranienplatzes schon gegeben hat. Kannst du vielleicht nochmal erzählen, was eigentlich die Idee war, vom Platz hier hinzukommen? Und vielleicht auch noch was dazu sagen, wie sich das, also wie das damals auch diskutiert worden ist, weil es ja einen Teil der AktivistInnen gab, die gesagt haben, das ist nicht so gut hier hinzugehen, das schwächt die Sichtbarkeit, wir sind da vielleicht nicht mehr so im öffentlichen Fokus. Hat sich das aus deiner Sicht so bewahrheitet und wie ist das damals verhandelt worden? Es gab damals ja schon eine Gruppe, die Hungerstreik am Brandenburger Tor gemacht hat, die größere Gruppe am Oranienplatz, und weil der Winter kam, gab es eben die Überlegung, wie können die vielen Menschen diesen Winter in Berlin überstehen und weiter Protest organisieren. Und dann wurde sich entschieden, diese Schule zu besetzen, weil jemand wusste, dass die leer steht und hier viel Platz ist und sie nicht weit weg ist vom Oranienplatz, weil das war auch den Menschen, die gesagt haben, das ist nicht gut, diesen öffentlichen Platz zu verlassen, war es sehr wichtig, dass es nah ist. Und deswegen wurde auch beschlossen, am Anfang durften keine politischen Treffen hier stattfinden. Es fanden natürlich trotzdem viele Treffen statt, um diesen Alltag hier zu organisieren und das Überleben zu organisieren. Aber es sollte die politische Organisierung auf dem öffentlichen Platz, dem Oranienplatz, bleiben, um diesen Protest und die Wahrnehmung vom Protest nicht zu gefährden. Das waren so sehr existenzielle Diskussionen und natürlich hat sich das verändert dann im Laufe der Besetzung auch der Schule, weil einfach viele Menschen dazugekommen sind durch den Platz, den es gab und die einfach, dass es notwendig war für viele Menschen
und viele Menschen sich vernetzt haben hier, sind dann auch hier Treffen entstanden und auch Organisierungen, die ganzen Sachen, die Adam gesagt hat, mit der Organisierung von Essen, von Bands, von Theater etc., der Women's Space natürlich, der hier mit entstanden ist. Das waren sozusagen dann auch natürlich von Anfang an politische Organisierungen, die hier passiert sind. Und gleichzeitig wurde es dann auch so ein bisschen versucht, in das Social Center, dieses Gebäude vor der Schule, zu verlagern, um die Schule erstmals, also die ursprüngliche Idee war, dass ein Rückzugsort, um diesen Winter zu überstehen. Und weil auch viele Familien waren auch Teil der Bewegung und das sehr schlechte Bedingungen waren, auf dem Oranienplatz in Zelten zu leben. Danke. Lika, so Oranienplatz was having relatively good media coverage. The press was rather friendly, the public opinion was okay, so to say, which was different when we come to speak about the Gerd Hauptmann School. There, the general media was really quite bad. It was depicted, it was reported as a place of violence and of misery. Would you say that this was propaganda, or how was your perception of how everyday life in the school was actually like? I was coming to the school from the very beginning, and of course there were situations of violence, but I would not say it was a violent place. I would come and go different hours. I come to work in our working space, in the women's space, almost every day, and there was tension in the air, and some people could understand as violence. But I think, of course, with Oranienplatz was a totally different situation. It was a public space, the media could come in, and the media was already following the campaign when the refugees were marching from Würzburg to Berlin. So there was visibility. And when we came in, I think the media failed to cover the important story that was happening inside of here. We are clearly here because we are fighting against the racist asylum system. We are here because we were fighting against the borders. We are here because we are fighting against deportations. And this was not the media was portrayed in. The media was fantasizing what are all these people doing inside of the school, what they are organizing these refugees and migrants. We were resisting, we were getting organized. So I think the media failed on covering the important story inside of this movement. And I think they helped to criminalize us a lot, and this was a very hard point. Yeah. Adam, vielleicht können wir ein bisschen darüber reden, wer eigentlich hier in der Schule gewesen ist. Was waren das für Leute, die hierher gekommen sind, um hier zu leben? Welchen Hintergrund hatten die AktivistInnen? Leute von Oranienplatz, die Aktivisten, die durch den Marsch nach Berlin gekommen und die waren in Oranienplatz und auch danach, wie Jan gesagt, es gab immer weiter Mobilisierung. Gab auch eine Frauenorganisation, die ist Lika schon gesagt, dass es gab International Women's Space, wie die Frauen haben ihre eigene Space zusammengelebt und zusammen weiter organisierte Sachen gemacht. Und dann gab es auch Sinti und Roma Familie, die es auch hier Platz gekriegt haben, die auch von der Gesellschaft her viel Unterdrückung und Diskriminierung erlebt. Die haben keine Möglichkeit in Zugang zum Arbeit und Wohnung, die dieses Schule war, von denen als erstes Mal Platz zu haben, dahin drin zu wohnen und warm ist. Und dann gab es Aktivisten, die hier kommen und gehen. So, klar, es gab auch Obdachlose, die auch hier Platz gefunden haben und hier gewohnt haben. Wie können wir sagen, so war nicht nur, der Name ist immer so gehört, Geflüchtete haben das gemacht, aber es waren viele Leute, die hier gewohnt haben, die auch nicht Geflüchtete sind. Und die Idee hinter auch das zu versuchen, zu stellen, okay, ist hier ein Platz für alle, die mit den Forderungen von den Menschen und zusammenzuleben, allein zu Autonomie so einzustalten. Das war die Idee hinter. Und deswegen gibt es viele Leute, die hier gewohnt waren und sie waren Unterschied, aber die Hauptmenschen, die hier gewohnt, die waren Geflüchtete aus
verschiedene Länder, so, sozusagen Sudan, Iran, Irak, überall, so, so, so eine Welt, kleine Welt. Danke. I knew the two distinctive groups that were part of the Oranienplatz struggle and also of the struggle here in the Gerhard Hauptmann Schule were people with two different asylum seekers with two different backgrounds. One group were the so-called Lampedusas, who already had applied for asylum in Italy and had a residence permit for Italy and could travel freely within the Schengen area. And the other group were asylum seekers who came to Germany to file their first asylum application here. And how far do you think that this difference has had an influence on your struggle and on the time and the fight of the refugees here? Was that important? Well, our struggling was, as Adam said, a lot of nationality, and that's good. Doesn't matter for us, you come from Lampedusa or because the people come from different, but in the end, we're fighting for one goal. I mean, for all the rights of our rights. I mean, the freedom of movement, and the German have this 16 states, so you have to be where you are. You cannot move, you cannot, some cities, every city, they have different rules, different law and different rules. Some you cannot go even to school. Like, for example, the place where I've been, I'm not allowed to go to the school. Why? Because I don't have a paper. If you don't have a paper, you're not allowed to go to school. You just stay at home watching TV. And that is a moral stress. So how I can learn German if I cannot go in the school? Yeah. Thank you. Which was your lager? Sorry? The lager you came from? I've been in the lager in Niedersachsen, because in Germany it's a different, every nationality they put in different, I mean, in different city or different, yeah. That is what I don't understand in German. So the Sudanese, they put in Niedersachsen, other people like Eritrea, they put in Frankfurt, Mainz, Chartier. Every nationality they do alone. And because I did the first bus tour too before I come in Oranienplatz, and it was not easy because the law here, the system make the people have a fear. They cannot move because they say, if you do this, the law, they will put you in the prison or they will do this. And it was not easy for us just to give information to the people with the bus. But we've been around in a lot of city, for example, so many cities like Lübeck, Hamburg, Osnabrück, so Rostock. I cannot remember all the cities, but what in the end is very nice. And then we come in the Potsdam, and then after we come and walk here. But what's the people in the end? They could do things, but some people they say, I cannot because the law to do these things. So that was good, we have to do that. Okay. Thank you. Jan, es ist ja schon so, dass es da einen Interessensgegensatz gab, oder jedenfalls unterschiedliche Interessen. Die einen wollten das Recht sozusagen in Deutschland zu arbeiten und die anderen wollten erstmal das Recht überhaupt in Deutschland zu bleiben. Hat das so in den im Alltag der Diskussion, die es hier gab, hat das eine Rolle gespielt? Und ist das auch sozusagen genutzt worden, um da vielleicht auch eine Spaltung von außen herbeizuführen, anhand dieser Linie zwischen den Lampedusas und den deutschen Asylsuchenden? Ich glaube, diese unterschiedlichen Situationen, wo Menschen, die hier Asyl beantragen oder hier Bleiberecht beantragen, gefangen sind oder drinstecken, die haben ganz oft so einen spaltenden Effekt, dass Gruppen eingeteilt werden und dann auch Solidarität untereinander viel schwerer ist. Gleichzeitig würde ich das anders sehen, das, was Al-Nur auch gesagt hat, dass es eben ein großes Zusammenleben und große gemeinsame Organisation gab und dass diese Aufteilung in Gruppen auch damit zusammenhing, dass der Protest 2013 schon ein ganz anderer war als der 2012 und dass einfach auch die Kraft und die Öffentlichkeit 2013 auch schon angefangen hat nachzulassen, die am Anfang sehr riesig war und auch über allen Erwartungen. Und dann war diese Form der Lampedusa in Berlin, Lampedusa in Hamburg, das war auch eine Form der Organisierung, um neue Aufmerksamkeit zu kriegen, um die auch effektiv war. Also es gab da nochmal eine größere Aufmerksamkeit, auch weil eben der Mord im Mittelmeer sozusagen erstmals mehr in der Öffentlichkeit war
Und deswegen hat es auch Sinn gemacht, sich darüber über Lampedusa zu organisieren. Und dass es später in so einer Bewegung dazu führt, dass dann Spaltungslinien auch von der Gegenseite vertieft werden, dass die ausgenutzt werden, das würde ich... Ich meine, genau, die Innenbehörden, aber auch runtergebrochen, auch der Senat, der Bezirk, das auch später genutzt, um eben selber einen Fuß in die Tür zu kriegen. Danke. Sulika, we have been talking about the different groups or possible different groups among the activists. And it was not only Lampedusas and German asylum seekers, but it was also men and women. And talking about the Gerhard Hauptmann School, many people, supporters, but also observers said the ones who were actually most capable of starting a really good project and making the best out of the situation here were the women, with the International Women's Space, which was the only project that so to speak prevailed afterwards, because the organization was really strong. Would you agree to that and say, yeah, it's true, we were actually better in organizing ourselves within the school as the men were, and if so, why? Yeah, I think we were very organized. It's difficult to say if we are better or not better, but I think when the school was occupied, we talk a lot about gender-based persecution, why women are fleeing, and this was a very important thing to create unity inside of that space. We had plenums every Saturday, and in this plenum we tried to organize all this political agenda that we have inside of the women's space. We also have to discuss how we represent and deal with the things that were happening inside of the movement, our relation with the district, our demands when we take part in the meetings, and also we had a relation to build with the movement, because it was not that we took the women wing and it was accepted by everybody. We have to make our point. At the time that we were in the school, we had already the project of documenting the story of the women. We finished our book after our first book, in our own words, after we left the school. Mimi and Napoli are inside of the book too, with statements. And there was another thing, we have to network outside of the movement. So it was not like working groups, because we were not enough. There were around 10 women living at the end in the space, and maybe we were between 10 and 15 women that were coming on a regular basis for working. So it was a lot of work, and to push all of this together forward, we have to be very, we were very hard with ourselves. Yeah. Thank you very much. Also ich wollte noch eine Ergänzung machen zu dieser Form der Bewegung, weil, wie wir jetzt gesprochen haben, gibt es ja viele verschiedene Gruppen innerhalb dieser Bewegung. Das ist fast nicht mehr rekonstruierbar, so viele. Aber ich glaube, das war auch eigentlich ein Ausdruck von der Stärke von dieser Bewegung, dass so viel passiert ist und so viel zusammengekommen ist, dass sich ständig was Neues entwickelt hat. Also alles, was entstanden ist an Aktionen, an Gruppenbildung, das war nur möglich, weil es eben so viele Treffpunkte gab, so viele Zusammenkommen und auch eben Zusammenleben. Und das ist auch so ein Unterschied zu anderen Protesten vielleicht vorher, dass es nicht, man hat sich nicht zu Treffen getroffen, um eine Aktion zu planen, sondern es war wirklich eine Art Zusammenleben und Teilen von viel mehr als nur einem gemeinsamen Ziel, sondern das hat wahnsinnig viel zur Folge gehabt und bis heute. Also das ist auch die Folgen vom Oranienplatz und von der Bewegung und von der Schule, die dauern einfach immer noch an und die sind nicht vorbei.
Kim, es wäre ja alles wesentlich anders gelaufen, als es gelaufen ist, wenn es nicht diese unwahrscheinliche Unterstützung und Mobilisierung rund um den Oranienplatz und dann später auch um die Schule gegeben hätte. Es gab ja Unterstützung aus anderen Ländern auch, aus ganz Deutschland kann man sagen, aber ganz besonders natürlich auch aus Kreuzberg und dann wiederum aus der Nachbarschaft. Ihr habt die Nachbarschaftsinitiative gegründet. Wie war das so, als ihr sozusagen das auf euch habt zukommen sehen, als es vom Oranienplatz hier in die Schule gezogen ist und damit in eurem Kiez war? Was habt ihr da gedacht? Oh, ich glaube, das ist sehr, sehr verschieden, weil auch die Gruppe war sehr divers und unterschiedlich engagiert, schon vorher auch am Oranienplatz und bei verschiedenen Demonstrationen. Und ich glaube, die Leute hatten auch sehr unterschiedliche Ausgangspunkte, wie sie sich der ganzen Sache genähert haben oder schon nah fühlten. Und es war ja, als die Schule besetzt war, dann die ganze Zeit der Pavillon auch ein Ort, wo viel Begegnung mit außen möglich war, also wo viele Aktionen aus der Schule nach außen getragen wurden, wo man sich getroffen hat, wo man informiert wurde über Sachen, die stattfanden oder die geplant waren. Und das war ein sehr lebendiger Austausch, also schon am Anfang, das also nach der Besetzung der Schule direkt, war es ja eigentlich ein sehr offener Ort. Und als dann diese massive Räumung 2014 stattfand, waren etliche Leute also im Kiez schon sehr nah verbunden mit der Schule und mit dem Oranienplatz und mit der gesamten Idee der Bewegung. Und ich glaube, für mich zum Beispiel war das so, dass mir erst so richtig klar wurde im Laufe der Auseinandersetzung, unter welchen Bedingungen die Leute kämpfen und leben und aus welchen unterschiedlichen Kontexten sich dieser Protest zusammensetzte. Also ich habe da angefangen, viel mehr darüber zu verstehen und über diesen Austausch auch da zu erfahren. Und ich glaube, die Nachbarschaftsinitiative selber hat sich gegründet, während hier dieser gesamte Bezirk abgesperrt war. Es waren ja alle 4 Blocks abgeriegelt. Und die Leute waren auf dem Dach und da waren Freunde dabei. Das heißt, ich war persönlich immer im Telefonaustausch mit jemandem, der mit auf dem Dach war, um zu hören, wie es geht und so weiter. Und natürlich, es war so eine permanente innere Aufregung, diese Zeit über, wo das hier abgeblockt war alles. Und das hat die Intensität, die Nähe sehr gestärkt, also von meiner Seite her und ich glaube für viele andere auch. Einmal die Empörung über die Art und Weise, wie das grundsätzlich gehandhabt wird, die ganze Frage. Also was Al-Nur auch sagte, dieses Leute an unterschiedliche Orte verweisen, je nach Nationalitäten. Und mir wurde auch erstmal klar, was für ein Papierkrieg dahinter steckt, wenn überhaupt der Wunsch da ist, Asyl zu beantragen etc., wie da Unterschiede gemacht wurden zwischen Leuten. Und wie schwer und wie hoch diese Schwellen sind zu Zugängen, wirklich sich zu beteiligen auf den offiziell anerkannten Ebenen. Und wie wichtig das war, ein massives Zeichen zu setzen, eben auf politischen, autonomen Ebenen. Danke. Jetzt Nähe ist also ein Stichwort. Also es sind ja sehr, sehr viele persönliche Beziehungen auch entstanden aus der Unterstützung und den gemeinsamen Kämpfen in dieser Zeit. Und diese persönlichen Beziehungen waren ja für viele der AktivistInnen sehr wichtig, um dann später auch Fuß zu fassen, auf allen möglichen Ebenen, kann man ja sicher sagen. Und obwohl es sozusagen diese starke Solidarität gab, die ja auch sozusagen geschätzt wurde von den Geflüchteten, gab es ja durchaus auch Kritik. Es hat zum Beispiel oft geheißen, dass die deutschen UnterstützerInnen da zum Teil ihre eigene Agenda hatten und sozusagen mit dem Protest der Flüchtlinge ihre eigene Politik machen wollen. Ist das was, Adam, was dir in dieser Zeit auch begegnet ist? Ja, kann sein, mir hier und hin begegnet, aber ich finde es auch die Basis von der Arbeit da nicht, um dieses Richtung zu gehen, zu sagen, wer unterstützt wem und wer will was machen. Es geht am Ende ist alles Bewegung. Wenn wir über Bewegung reden, keine klare Hierarchie da drin und jeder kann sich in einem Punkt sehen, okay, ich kann hier was machen. Da finde ich richtig, das zu sehen, weil es gab in Oranienplatz oder auch in Schule, es gab keine Hierarchie, es gab keine so wie die in dem System es gibt.
und wir bringen diese ganze Energie und zusammen und wir versuchen, was ein Ziel zu erreichen. Am Anfang der Schule, das ist 2014, gab es dieses erste Versuch so aufzuräumen. Die haben in großes Campaign gesagt, die Leute hier sind kriminell, sie wollen die Schule in Brand setzen und bla 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 und so. Und in dieser Zeit, bestimmt, wenn eine weiße deutsche Unterstützer da waren, da wird anderes gesehen, wenn es nur Geflüchtete sind. Und wir waren so, wie gesagt, offen für alle, weil wir waren nicht nur Geflüchtete hier in die Schule geworden, wenn wir sagen. Das heißt, es gab auch die Obdachlose, die deutsche auch oder europäische auch oder weißer ist. Deswegen ist es, dass es keine Rede ist. Die Sache ist, dass die ganze Struktur in den Senat und in den Bezirk, sie wollen kein Symbol, ein neues Symbol zu haben, wie Autonomie zusammenzukommen. Und weil, das ist mein Verstanden, das war klar ist für mich bis heute, ist, dass das Asylsystem ist richtig groß ist und ein großes System, die ist auch, hat zu tun mit Kapitalismus, hat zu tun mit Rassismus, mit Diskriminierung, mit alles. Und die Staat und Firma und alles profitieren davon. Und sie wollen nicht in Berlin, ja, in der Mitte von Berlin, in Kreuzberg, eine neue Autonomie stand, dass Leute selber wohnen, selber Sachen machen, weil das macht die ganze Idee von Lager kaputt ist. Und das ist viel Geld, viele Leute stecken drin, haben viel Profit. Und das ist klar, jetzt, die Gebäude ist leer, weil sie wollen einfach kein Symbol, kein gutes Beispiel zu haben, dass die Leute in Autonomie zusammenleben und Sachen gut machen. Und das ist auch, hat nicht nur mit den Geflüchteten zu tun, hat auch mit der deutschen Gesellschaft. Spaltung ist eine Idee von Politik, so wie die Leute weiter regieren, ist die Leute zu spalten. Danke. Jan, jetzt ganz konkret diese Frage Spaltung anhand sozusagen eines Unterschieds aufzumachen zwischen weißen deutschen Unterstützern und den Geflüchteten. Das ist ja was durchaus so in der öffentlichen Kommunikation immer wieder kam. Die Flüchtlinge werden benutzt sozusagen von radikalen Linken beispielsweise, die denen sozusagen ihre Agenda aufzwängen und wenn die nicht wären, hätten wir schon längst mit denen ein Verhandlungsergebnis erzielen können. Das war ja was wir so untenrum teilweise auch explizit oft kam. Ist das sozusagen damals auch intern sozusagen diskutiert worden, wie man darauf reagieren soll, wie man damit einen Umgang finden kann? Also ich würde es auch so sehen, dass diese Spaltung oder diese Unterschiede von Privilegien, von Positionen zwischen Unterstützerinnen und Geflüchteten auch genutzt wurden von Bezirksseite, von Senatsseite, um selber einen Fuß in die Tür zu kriegen und diese Autonomie, die Adam angesprochen hat, zu unterbinden. Gleichzeitig sind das natürlich relevante Unterschiede, die auch viel thematisiert wurden. Es gab am Anfang, besonders am Anfang, auch Treffen, wo keine weißen Deutschen teilnehmen konnten, sollten, wo nur Geflüchtete saßen, also unterschiedliche Art von Treffen. Und da würde ich auch sagen, hat dieser Protest einen riesigen Boost gegeben. Also deutschlandweit oder wie weit ist immer schwer zu messen, dass die erste Reihe nicht von Unterstützerinnen genommen wird, sondern von den Menschen, die diesen Protest angestoßen haben. Und deswegen war das schon ein großes internes Thema, aber es war schwierig, diese Spaltung, die dann von außen genutzt wurde, zu diskutieren. Also, oder es war schwierig, da was entgegenzusetzen, weil je nach Verfassung der Bewegung gab es keine feste Sprecherstruktur. Also sozusagen die Hierarchielosigkeit hat auch dazu geführt, dass es viel schwerer war, sich geschlossen zu äußern. Und in so Debatten, die dann Fahrt aufgenommen haben über die Presse, immer gut zu agieren oder das mitzulenken. Und das hat es so leichter gemacht, auch
Protest zu kriminalisieren oder die Schule speziell als Ort der Gewalt und des Drogenhandels zu diffamieren, was nicht zentral war. So Lika, Adam said that basically people were fighting for the same goals, that there was one struggle, no matter if it was white German supporters or refugee activists or homeless people, and that the difference between the, or the distinction between these two groups somehow artificial or brought upon from outside. But the international women's space, for you it was always also important to fight against paternalism. You were strongly criticizing paternalism within the German left and were always strongly rejecting it. Could you give some examples of where you felt it was necessary to also criticize the supporting people from the left for being paternal towards the movement? Or paternalistic, sorry. I think there was one very hard point. It was this savior and victim position. And this, for us, it was always a threat, because then you cannot use anymore horizontal, there is no hierarchy. And we were very critical, yes, about this, and it was stressful, would create sometimes a lot of mistrust within us. You know, like a fear of the colonial mind coming inside and hijacking everything. But on the other hand, there were a lot of support. There were supporters and supporters, and there were very important support coming from the women who had experience on occupations from the 80s and 90s, and this was very, very precious knowledge brought inside of the space when we, the women's space, when we came in, because they were sharing their experience with us. And we were using a lot of their experience to kind of build our structure in this context. Yeah. And were you able to actually educate some of the supporters who you thought they did come in with a colonial mindset, but they were open to your criticism? I believe so. I am not sure, because also it was not our responsibility. If you come into the space and you feel that, there is this atmosphere there and you cannot hold it, what could we do? You know, you have to do your homework, or I don't know, you have to emancipate yourself, because we were part of a movement of for freedom of movement, emancipation. So go for it. And that's what we were trying to do for ourselves inside of the movement. We were trying to emancipate ourselves. So this mentality, it was, sorry, it's not welcome. But we could not stop nobody. The door was open. I believe it's part when it's a movement putting so many different perspectives together. Thank you. I think also the book, for example, that you published educated many people. And I yes, mean, yes, a lot of yeah. things were like education machine. I think it's important to focus in this protest is being started and built from refugees, from migrants by themselves. And this is not point we have to skip or forget about it and focus in what the role of supporters in this protest was. Because there is a one refugee who commits suicide, Muhammad from Iran. From that point, people start from the lager to get outside in the city and organize themselves and start with hunger strike and other things, and then comes the idea of marching. This idea of this protest or Bewegung, we talk about it, is coming from the people by themselves. And for me, it is like to put more time also or discussing all these things in the way of like what was the things between supporters and refugees in this movement. It's just putting this empowerment point that these people start this by themselves out of the discussion. There were also so many different opinions from the point how you can achieve the goals. And I remember that we had a lot of discussions about
you know, some people trusted the district more or less, or like me, often I wrote things and other people said, oh, you can write until your fingers bleed, you won't reach anything with writing. And some kept to this idea that we can also achieve goals in this official methods or with official, you know, coping with the structures. And others didn't, and I think that also got a lot of, we had a lot of conflicts about this and trying to solve them. And I think that took a lot of energy, but it also made a lot of points in the individual or in the different groups in continuing working. And I think what changed the whole thing a whole lot was also from the time when the war in Syria started, that and it was nearly about the time when the refugee protest got in many contexts criminalized and all that. And so I think the focus changed a lot in that 2015. I remember that time when you also said what weakened it, you know? What was the point when we didn't have this big impact on hope, this hopeful. I remember in the beginning there was a really hopeful impact that we will open eyes and sort of, you know, get International Refugee Center moving. I really believed in it for quite a while. And I think that was this break, one of the breaking points maybe also. So, Al-Nur, you witnessed the negotiations at the Oranienplatz with the Senate and later at the Gerd Hauptmann School with the Bezirk. What was your perception? How did the city of Berlin and the Bezirk of Kreuzberg-Friedrichshain, how did they approach you and how were the negotiations? People, they can't have, the people who don't have a paper, they can't get a paper. And on the other things, I think the people, even here, they can't get the social or a bit of money because nobody was here getting anything from government and most of people from other lagers, so he didn't get anything. It was, nobody have no anything. And yeah, the police will not come here and the people, to give to the people to stay here and then after to see the situation of the people who is in the other city, like for Niedersachsen or where they move your file to here, to come in Berlin and to get your situation, it's getting better. To get the paper or to get your situation getting better and then to see how it's going, it depends to you. If you are not have fingerprints in any other countries. But thank you. Adam, wenn man mit Vertretern vom Senat und vom Bezirk spricht, dann gibt es immer so ein bisschen so eine Verantwortungsdiffusion nach oben. So der Senat sagt so ein bisschen, naja, wir konnten ja nicht, weil das Bundesinnenministerium hat uns nicht die Möglichkeit gegeben als Land, wir hätten schon irgendwie gewollt. Der Bezirk sagt so ungefähr, ja, wir hätten schon durchaus da mehr für die Flüchtlinge rausholen wollen, aber das ging irgendwie nicht so richtig, weil der Senat. Was ist so deine Wahrnehmung gewesen? Inwieweit war da sozusagen die Bereitschaft tatsächlich da, euch politisch ernsthaft entgegenzukommen? Von der Seite von der Politik hier in Berlin, ich denke, gab es keinen Will, was es für die Leute so zu geben oder was zu ändern. Es gab die Idee hinter einfach, es ist ein Räumungsprojekt, die ich von der Politik gestartet, dass es einfach die Leute weg von der Straße in Oranienplatz erstmal zu kriegen und dann danach weg von der Schule zu kriegen. Sie waren auch unter Druck und sie mussten vor die Öffentlichkeit und die Gesellschaft sagen, wir haben versucht, ja. Und dann halt auch benutzt von ein paar Politiker erstmal ihre Karriere so aufzubauen. Das war, haben wir passiert. Dile Kollar, die war mit uns viel geredet, 2 Monate, bla bla bla, und hat ihre Karriere und sie ist jetzt die Ministerin von Gesundheit und bla 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 in Berlin. Es war auch ein Projekt für die Leute, die benutzt, weiter in die Karriere weiterzugehen. Und wenn Leute fordern, klar Sachen, und dann kommst du mit, geh zurück in Lager und dann gucken wir, was in deinem Asylantrag ist. Das habe ich schon lange hier. Und deswegen habe ich in die Straße gegangen. Du kannst mich nicht sagen, das biete ich jetzt dir.
Du kannst mich nicht bieten, was ich schon verlassen habe und will nicht weiter haben. Monika Herrmann immer oft in Oranienplatz und hat immer mit den Leuten geredet, ja, ich toleriere das weiter und machen und machen und machen und so. Und das war, es war auch so in den Esters, in der Besetzung, die haben die Leute gelassen, hier so zu bleiben. Aber dann danach, wenn sie sagt, okay, jetzt habe ich keinen Profit von dieser Sache, ich lage das einfach weiter an den Senat. Das alles komplett zu sehen, das ist einfach eine Fehler von Politik und Politiker in Berlin. Und die wollen nicht richtig was zu geben. Und die haben was ist die Situation benutzt einfach. Jan, jetzt ist es ja nicht aus der Luft gegriffen, dass bestimmte Dinge tatsächlich nur die Bundesregierung entscheiden kann und nicht die Länder und umgekehrt bestimmte Dinge nur der Senat und nicht die Bezirke. Wenn man das sozusagen erstmal so annimmt, wo kannst du sozusagen Dinge vielleicht benennen, wo du sagen würdest, da gab es aber sehr wohl Entscheidungsspielräume auf genau der Ebene, an die wir uns gerichtet haben. Das hätte der Senat machen können oder das hätte der Bezirk machen können, da haben sie aber ihren Entscheidungsspielraum eben nicht voll ausgeschöpft, wie wir uns das erwartet hätten. Gibt es solche Dinge, die du... Also es ist ja irgendwann als ein Beispiel diese Forderung nach Paragraph 23 entstanden, was sozusagen auf Länderebene erstmal entschieden werden kann. Und dagegen hat sich der Senat sehr verschlossen, weil, wie Adam gesagt hat, war das Ziel, etwas zu geben, ohne was zu geben. Also ein bisschen... schon darauf einzugehen und den Protest dadurch auch irgendwie anzuerkennen. Aber was immer sozusagen diese Motivation ist, keine Präzedenzfälle zu schaffen, also die Luft rauszunehmen aus dem Protest. Und ich glaube, dass es tatsächlich auch viel Unwissen gab. Also sozusagen der Senat ist daran gegangen, ja, das kann ja nicht so viel sein, was die Leute wollen. Wir geben ein bisschen was. Und es war bei Kola zum Beispiel ersichtlich, dass sie erst mal 2 Monate verhandelt hat, ohne mit Henkel, der Innensenator war, das rückzusprechen, Sachen versprochen hat, die nicht rückgesprochen waren, weil sie das gar nicht ernst genommen hat. Ja, die Verhandlungen geführt hat. Und das ist sozusagen dann immer so nachher rausgekommen, sie hatte das gar nicht abgesichert. Sie hat, weil sie auch teilweise nicht Ahnung von dem Thema hatte, aber auch eigentlich nicht, also sozusagen die Hoffnung war von beiden Seiten, von sowohl Monika Herrmann als auch vom Senat. Wir versprechen ein bisschen was und wenn wir die Situation erstmal bereinigt haben, dann geben wir noch ein paar Leuten so Beraterstellen. Wir wurden 30 Leute zwischenzeitlich beschäftigt, die Leute im Asylverfahren unterstützen. Aber eigentlich ist da nicht mehr so wichtig, weil, wie Adam gesagt hat, das Ziel war die Räumung. Und diese Verhandlungen jeweils hier in der Schule und aber auch über den Oranienplatz, die wurden trotzdem viel länger gemacht durch die Proteste, als die Bezirks- und Senatsseite überhaupt das erwartet hatte. Und deswegen wurde trotzdem mehr rausgeholt, als der Senat und der Bezirk geben wollte. Und natürlich trotzdem gemessen an dem, wofür die Bewegung steht und was notwendig ist für die Menschen, viel zu wenig. Kim, jetzt ist es ja so gewesen, dass gerade aus Kreuzberg heraus, von der Bewohnerinnenschaft heraus, das sehr stark eingefordert worden ist gegenüber der Politik, dass man den Flüchtlingen da auch politische Zugeständnisse macht und auch auf deren Forderungen eingeht. Gab es Situationen, wo ihr sozusagen direkt in Kontakt wart mit LokalpolitikerInnen und denen gesagt habt, also wir wollen das, wir erwarten das von euch, dass ihr das tut und euch dann bewegt? Und wenn ja, wie sind diese Begegnungen verlaufen? Was wurde euch da signalisiert? Oh, das ist unterschiedlich. Also ich glaube, ganz am Anfang, als Panhoff noch auch hier war, war unglaublich wenig. Das war der ehemalige Baustadtrat. Genau. Da war einfach ein Kommunikationsloch, wenn ich das richtig sehe. Also
Da waren zum Beispiel manche Sachen überhaupt nicht bewusst, die in der Bewegung schon längst kultiviert worden waren, wie zum Beispiel Übersetzungen und eine bestimmte Art, einander zuzuhören, die war bei den politischen Ebenen überhaupt nicht angekommen. Also da sind Treffen teilweise dran gescheitert, dass das offensichtlich gar nicht klar war, dass man, wenn du in so einem multilingualen Zusammenhang dich über wesentliche Sachen auseinandersetzen willst, das einfach wichtig wäre. Also da hatte ich immer das Gefühl, da ist die Bewegung sehr viel weiter als die Politik, was das betrifft. Und eben auch aus Eigeninitiative heraus, das waren immer Leute da, die das mit organisiert haben. Und wir waren mit der Bezirkspolitik eigentlich nach der Räumung als Nachbarschaftsinitiative viel in Kontakt, aber es war viel auch so reaktiv. Also wir haben einmal hier, es gab eine Zeit lang, wo ja die Hoffnung war, dass die Schule aufbleibt, dann wurde sie ja ganz geschlossen und man kam nur noch rein mit einem Besucherausweis oder nur noch die Medicals kamen rein und es war richtig dicht, also es war quasi ein Keil zwischen diesen Möglichkeiten, sich so zu begegnen. Zum Glück gab es drumherum einige Orte, wo man sich nach wie vor treffen konnte. Und dann wurde eine ganze Zeit lang hier in der Schule auch versucht, nach der Räumung, also nach 2014, dieses International Refugee Center dann doch mit einem Konzept vorzulegen und so vorzubereiten, dass das eine Anerkennung beim Bezirk kriegt. Da gab es regelmäßige Treffen, ich glaube über einen Zeitraum von 2 Jahren oder so, wo wirklich was aufgebaut wurde, wo wir dachten, das ist, kann man irgendwie wasserdicht dann doch durchsetzen, um letztendlich doch dieses International Refugee Center einzurichten. Und aber über diesem ganzen Verhandlungszeitraum schwebte immer so ein Damoklesschwert von Räumung, also von der nächsten Räumung. Es liefen Klagen vom Bezirk gegen die Leute aus der Schule und es gab einen sehr engagierten Anwalt, der die Leute aus der Schule vertreten hat. Und der Bezirk hat auch beim ersten Mal verloren. Also das war auch dieser Zeitraum, der irgendwie sehr lang dann ging. Und dann hat der Bezirk aber irgendwann quasi das Recht auf Räumung doch erwirkt. Und das war quasi das war vorher schon schwierig, diese Verhandlungen zu führen, weil die Konditionen sich auch immer wieder änderten und man nicht genau wusste, wen spricht man an, auf Rückmeldungen gewartet hat. Dann waren teilweise auch Pressemitteilungen, wo es dann hieß, die Leute, also wo zum Beispiel, ich erinnere mich an irgendwas, wo Frau Herrmann sagte, die Leute, man hätte alles versucht, die Leute aus der Schule wollten einfach nicht reden und so weiter, man hätte ganz viel versucht, wo wir dann immer wieder reaktiv auch wurden, also immer wieder mit Briefen, so nach dem Motto, nimm das zurück, das stimmt überhaupt nicht. Also wo wir immer versucht haben, so in diesem Kontakt was weiterzutreiben, aber letztendlich schwebte darüber, das ist schon richtig, immer dieses Schwert, es ist nicht wirklich gewollt. Also es war letztendlich doch immer dieser Eindruck, so richtig, richtig dahinter steht ihr nicht. Und die Toilette, also sozusagen. Ja, und der Brand. Und es war so absurd. Es wurde zum Beispiel über einen langen Zeitraum gesagt, wenn ihr das ernst meint, dann repariert uns wenigstens eine Toilette und eine Dusche. Und wenn du dann ankamst, passiert. Und ich hatte eine Nachbarin von mir, die ist handwerklich total fit, und die habe ich damals darauf angesprochen und sie sagte, ja klar repariere ich das, kein Problem. Die durfte nicht rein. Das waren dann halt so, also es waren so Sachen, wo du eigentlich viele Möglichkeiten irgendwie aufgemacht hast und die waren aber dann durch administrative Vorgänge dicht. Adam, es hat ungefähr 17 Monate gedauert nach der Besetzung, bis es dann die Räumung gab, jedenfalls die erste große Räumung. In dieser Zeit ist ein Teil der BesetzerInnen aufs Dach gegangen, um die Räumung abzuwenden, mehrere Tage lang. Du warst einer von denen. Wie hast du diese letzte Phase erlebt und wie waren die Verhandlungen zu der Zeit, die ihr mit der Polizei und dem Bezirk hattet? Oh ja, das ist ein richtig schwieriges Moment, jetzt das alles so. Und in dieses Ort jetzt nochmal so nachzudenken. Aber erstmal, ich denke, das ist auch hat zu tun mit dieser ganzen Bewegung. Da war immer was so spontan, was ist zustande gekommen, dass wir jetzt die Räumung ist da und müssen wir was so machen. Wir hatten vorher nie
zusammengesetzt und diskutiert, was machen wir, wann ist Räumung kommt oder so, weil da war auch nicht mit in unserer Agenda, dass Räumung kommt. Und wir waren einfach hier und spontan haben wir gesehen, okay, jetzt müssen alle weg ist und dann haben wir einfach uns geschlossen, auf dem Dach zu gehen. So. Erstmal die Idee kommt spontan, weil es auch viele Polizisten da und die Schule ist, alles Gebäude ist richtig groß. Man kann, wenn wir sagen, okay, wir waren 40 Leute oder so hier drin, die sie sagen, okay, wir bleiben hier, machen wir was. Und für uns war es schwierig, auch diese ganze Eingangstour einfach zu blockieren. Dann mussten wir mit einer anderen Idee zu kommen, wie wir das machen. Und dann kam die Idee, okay, wir bringen unsere Leben in Gefahr und Leute sagen, okay, gehen wir in den Dach und wenn die Polizei versucht, dann reinzukommen, dann springen wir einfach runter und so war das die Idee von Anfang. Ja, ich denke, es war auch so schwierig, weil viele Leute haben das richtig ernst genommen, die richtig gab Leute, die wollen richtig was zu machen. Das war richtig klar, wenn die Polizei reinkommt, die wird Leute springen und so. Aber bei uns war auch klar, dass wir nicht diese Aktion machen, weil wir wollen die Gebäude zu halten, so abzuhalten oder die Gebäude weiter zu nutzen. Weil für alle Leute, die war entscheidend, dahin zu bleiben, war 40 Leute zu sagen, da gab es 500, 600 Leute, die hier gewonnen haben. So war richtig viele Menschen und die alle haben einfach den Platz verlassen und dann vor dieses Leute sind sagen, okay, wir machen das und machen diese Aktion, aber unsere Forderung, dass wir Lösung für uns zu finden, dass wir wollen einfach Status hinzukriegen und so. Und das war die Idee, okay, wir brauchen nicht dieses Gebäude weiter zu halten, aber gibt es uns was, weil wir haben immer in Oranienplatz gekämpft, weiter für etwas zu kriegen, hier auch, wir kämpfen weiter. Und dann haben wir diese Forderung ein erstes Mal zu sagen, zusammengeschlossen, okay, das ist unsere Forderung jetzt, wenn wir das fast hier nichts kriegen, dann gehen wir nicht weg. Und die Destinat einfach mit Gewalt agiert, ist einfach 1200 Polizisten von ganz Deutschland gebracht, da waren so 9 Tagen waren wir auf dem Dach. Und ich fühle mich auch, weil in der letzten Phase von dieser Zeit war auch Ramadan gekommen, da viele von uns sind auch gefastet, haben Ramadan gemacht und haben wir sowieso vorher Ramadan auch zu zwingen zu machen durch die Politik, weil die haben in Anfang nicht die Möglichkeit zu geben, dass wir Essen reinkriegen. Das ist einfach so komplett blockiert. Kannst du dir vorstellen, dass Leute, 40 Leute hier waren und sagen, okay, die Politik sagt, wir lassen keine Essen rein, gar nichts. Und da war vor 4, 5 Tagen. So, ja, komplett ist es eine lange Geschichte. Man kann das alles nicht jetzt in 2 Minuten zu sagen, alles so fassen. Aber meine Wahrnehmung damals war, ich glaube, dass ich, was ich mache, ist richtig ist und habe ich einfach durchgesetzt. Und wenn ich auch eine Möglichkeit gibt, nochmal, mache ich das nochmal. Danke. Jan, das Szenario, das da aufgemacht worden ist, wir sind jetzt auf dem Dach und wenn ihr reinkommt, springen wir runter. Das ist ja so der maximale Druck, den man aufbauen kann, so als Bewegung. Du bist damals mit dabei gewesen. Wie hat sich das angefühlt und warum hast du dich entschieden, der du ja selber gar nicht sozusagen von Abschiebung oder so betroffen gewesen wärst? Ich gehe da mit drauf, ich ziehe das mit durch. Genau, also ich war in einer anderen Situation als zwar Teil dieses Protests, aber eben in einer viel privilegierteren Position. Und es ging nicht um meine Existenz, aber diese Jahre zusammen kämpfen und zusammen protestieren, die haben halt eine Verbindung geschaffen. Und das war dann tatsächlich an dem Morgen auch Zufall, weil natürlich ging das sehr schnell rum, dass die Räumung jetzt ansteht. Und dann war ich zufällig so früh da, weil ich hier auch nicht weit weg gewohnt habe, dass ich dann im Gebäude war. Und dann war mir die Entscheidung in dem Sinne auch abgenommen, weil
weil sich da nicht die Frage gestellt hat, ob einfach rauszugehen und sozusagen diesen Protest, die auch die Protestform alleine zu lassen. Und es war extreme psychische Belastung, glaube ich, für alle, die da drin waren, weil es eben ein Riesenschwanken war von, vielleicht ergibt sich was, dann doch nicht und immer die Bedrohung, jetzt kommt die Polizei rein und trotzdem und dann, dass es dann wirklich auch Menschen sterben. Und gleichzeitig waren das halt so viele Tage, dass trotzdem ein Alltag stattgefunden hat. Ja, es wurde die Küche aufgebaut und es gab jeden Tag dann, nachdem durchgesetzt wurde, dass Essen überhaupt rein durfte, gab es Essen und haben wir uns zusammen wieder weiter organisiert. Aber das war halt wirklich einfach zu keinem Zeitpunkt sicher und jede kleinste Nachricht wurde hier verfolgt oder aufgenommen und es war, mal war der Bezirk noch in der Verantwortung, dann wurde es abgegeben an die Polizei, dann doch wieder der Bezirk. Oder die Polizei hat selber gesagt, sie halten die Belagerung nicht mehr länger aufrecht und dann wurde die Räumung beschlossen und dann im letzten Moment doch wieder nicht. Es war so ein ziemlicher Nervenkrieg, auch weil auf den ganzen Dächern waren Polizisten, die auch Kontakt aufgenommen haben und Menschen beleidigt haben von den Dächern. Ja, und auch nachts wurde sozusagen hier immer reingeleuchtet und immer so vorgerückt und so getan, als wenn geräumt wird. Also es war ja nicht nur die Polizei, die drumherum war, Kim, sondern es waren ja auch unwahrscheinlich viele Leute, die dazugekommen sind und die auch tagelang dann auf der Kreuzung sich aufgehalten haben und auch immer so aufs Dach rauf gejubelt haben, um so ein bisschen den psychischen Druck vielleicht auch rauszunehmen. Und ihr habt jetzt Nachbarschaftsinitiative euch in der Zeit gebildet und versucht, darauf Einfluss zu nehmen. Wie habt ihr das versucht zu tun? Also was war eure Rolle dabei? Also es war einerseits einfach der Versuch, von unten die Leute irgendwie zu stärken, mit Rufen, mit allen möglichen Aktionen. Also so sich da den Kontakt und die Kraft sozusagen irgendwie hochzuschicken, war das eine. Und dann eben auch diese 1200 Beamten, dieses ganze Szenario auch in seiner Absurdität irgendwie darzustellen. Es mussten ja Anwohner, kamen ja nur noch mit Ausweis durch und es gab verschiedene Gruppen, die versucht haben, Ecken zu blockieren und die teilweise mit großer Brutalität auch weggetragen wurden. Ich erinnere mich an so eine Schülergruppe, die wirklich malträtiert worden sind. Und die Nachbarschaftsinitiative ging damals aus von dem Buchladen hier in der Ullauer Straße. Und die haben also dann erstmal versucht, so verschiedene Aktionen auch zu organisieren, um die Absurdität dieser ganzen Polizeibelagerung darzustellen. Also über die Kette rüber Federball zu spielen oder kleine Demonstrationen, die nicht zugelassen waren, durch die Ketten durchzuorganisieren und solche, also so kleine Störmanöver einzubauen und halt eben auch diesen Kontakt zu halten. Und es gab auch Orte außerhalb, wo Küchen aufgebaut waren, weil wirklich eben einige auf der Straße auch die ganzen Tage am Stück da waren. Also die Nachbarschaft hier war unterstützt aus ganz Berlin. Oder auch aus, ich weiß nicht, das ging ja eine ganze Weile, keine Ahnung, wo zum Schluss alle Leute herkamen, aber es waren sehr, sehr viele Leute kontinuierlich präsent, auch nachts immer, glaube ich, ne? Durchgehend. Also so vier Straßenzüge drumherum waren komplett besetzt. Did you already think about what you as the International Women's Space would do if the school would actually get evicted, if you would need to find another space for your project, or did you not think beyond the eviction and say, now we are here to prevent the school from being evicted and everything else we don't spend any energy on thinking about it right now? I don't think we were thinking and projecting for what we are going to do afterward
afterwards, but for sure we knew we were going to find a way because we had to continue. Just as a when we were on the streets, when the people were in the occupied Da, we made the bus stop our women's space. We do the meetings in the bus stop at Reichenberger Straße. But answering the question, we didn't know, just that we would find a way, and we did. For 2 or 3 years, we were working in different spaces. We didn't have our own space until 2 years ago now that we finally were able to have again in an office. But we continued. Dieses Aufräumung, die wir hier passiert, und dann dieses Widerstand auf dem Dach zu gehen, ich denke, ist eine klare Antwort für diese Diskussion, die wir vorher haben, ob das die linke Szene hat den Protest benutzt. Ich denke, dann man sieht klar, ist, in dieser Schule war mehr als 500 Leute geworden, am Ende waren 40 Leute geschlossen und sagen, okay, wir gehen jetzt auf den Dach, wir geben nicht weiter. Und es gab in die gleiche Zeit Menschen, die es auch Unterstützer sind, es gab gleichzeitig auch Geflüchtete. Und da hier man sieht, das ist eine klare Antwort, dass jeder für sich selber entscheidet, ich mache weiter. Und haben Leute, Geflüchtete selber gesagt, okay, ich mache weiter, gehe ich auf den Dach. Und die andere Seite zu sagen, Unterstützer sagen, okay, wir machen weiter mit euch und bleiben. Und da nur 40 Leute standen und alle waren weg. Es, niemand sagt, nee, gehe ich nicht weg. Wenn es Nutzung gibt, dann klar, die sagen, nee, wir schlossen das jetzt. Alle Leute, die hier waren, die müssen hier bleiben. Aber war das nicht den Case in dieser Zeit? Deswegen, ich finde, diese Diskussion über Nutzung von Protest und war da. Ich denke, wir hatten in dieser Protest Freiheit mehr, als in die Stadt gibt. Dass Leute selber entscheiden, was sie wollen, dass das da nicht gibt. Ja, jetzt ist es ja so gewesen, dass nicht alle die Schule verlassen mussten. Not everybody had to leave the school. Some people actually were able to stay for more time. I know you were one of those. How was the life in the school after the eviction, after the majority of the people were forced to leave this place? I mean, the life, it was very hard, really, really, very, very, very hard. It's not normal. It was a lot of depression, a lot of things. If you are not strong, you cannot survive it. You cannot take it. First things, you have no visitors to come. Nobody can visit you. If you are sick, even you will get, nobody can visit you. And here, you have nowhere to go because it's really, really like when you go with the cart and then come with the cart. Nobody can visit you. It's really, really hard and depression. So it's the people, how I can say, it was really hard, but we've been like, yeah, when we fight for it, we don't have to give, so we have to fight. But it was really, really like, how many people, one toilet. Sometimes you could take 2 days, and then after you take one toilet, one shower, even the toilet was one. Sometimes we go to neighbors, ask to the neighbors to give us, to wash our clothes, because we have even no wash machine. For like all these people, I mean, the situation, it was really, really, yeah. No, not good, but the people, we should say, like, because now when we're still here, we should keep going, and we have, like, demand to, I mean, our hope to be the international refugee, that's why we are here, and then we should just keep going, but it was hard. Lika, I think you wanted to add something on the question of the eviction. We were very concerned also about the Roma community because we were very connected with the Roma community. And it was such a stress, the eviction, that they didn't know where they were being taken to inside of the bus. And that image, you know, and the way our contact Maria from the Roma community, she was very like, where are they taking us? Where? She could not follow, and I think this was a very scary image of a very irresponsible also way of doing that operation. And they were taken to somewhere very far away, and we know how important it was, this community, for them and for their safety. So this was one of the points, because when I speak about the insecurity that we as international, as women's space went, we were very connected to the whole community. And to see afterwards all the people that I see living inside, living
on Gorli, living on the streets, and no solution. This was really, painful. I want to add one thing about the time that the neighborhood was sieged by the police. So it got out of this sphere. And you saw also at that time how much the neighborhood was in solidarity. And I think that for us it was wow, you know, even it was a work. We were not good with the neighbor from the beginning. I think this is something we built. And you could touch it when our companeros y compañeras were on the roof. Adam und Jan, ihr seid ja beide bis heute, sagen wir mal, im weitesten Sinne mit Flüchtlingsunterstützung und Beratung auch beschäftigt. Ne? Was würdet ihr sagen, waren sozusagen die Folgen dieser Phase von Flüchtlingskämpfen 2012, 13, 14? Die haben ja sozusagen auch politische Folgen gehabt. Was spürt man davon heute noch ganz konkret? Was ist davon geblieben, auch für Flüchtlinge, die damals nicht daran selbst beteiligt waren? Wie wirkt sich das heute noch aus? Residenzpflicht war richtig hart gesetzt war und war richtig für alle in Deutschland. Jetzt ein bisschen anders seit 2015 nach dieser ganzen Protest war so. Es gab die Möglichkeit für die Menschen nach 6 Monaten oder drei Monaten frei zu bewegen, wenn sie, weiß ich nicht, kriminell ist und lalala. Aber trotzdem war ein bisschen besser. Das auch finde ich, dass ein gutes Ergebnis da aus wegen dieser Proteste gekommen. Auch den Recht zum Arbeitsmarkt, da jetzt nach 6 Monaten die Leute dürfen, so dieses Antrag zu stellen am BAMF und dann kriegen sie das Recht weiter zu arbeiten, wenn sie einen Job haben. Aber trotzdem, was etwas ändert, die Asylpolitik in Deutschland, wie ist das von Medien und von Menschen in Gesellschaft wahrgenommen? Das ist das auch großes Ergebnis von dieser ganzen Bewegung, dass man kann auch sehen jetzt, wenn Leute über Flucht und Migration reden, wie ist das alles und dass dieser Protest bringt dieses Thema näher an die Leute, an die Gesellschaft, die war vorher so nicht passieren, wenn die Proteste nicht da. Ich denke, es selber für viele Geflüchtete oder viele auch für Unterstützer war in einer politischen Ort und Politisierungsprozess da drin, da viele Leute was gelernt haben. Da finde ich, dass das der Richtige daraus, sonst wenn dieses Protest nicht stattgefunden hat, wir sitzen jetzt nicht so und diskutieren wir es nicht so und auch die Museum hat nicht das gesehen. Und ich finde, dass das alles so kleine Ergebnisse, die ist, man kann auch nicht sehen und nicht spüren, aber sie sind da. Und wenn man jetzt in diese ganze Wende guckt, sitzt überall, die Leute sind da. Also, egal, ob sie sind nicht da jetzt, aber die alles Geschichte sind da. Und ich finde das einfach alles so richtig zu erkennen, was diese Bewegung reinbringt. Trotz, dass danach so in Asylpolitik in Deutschland richtig verschafft, so viele Gesetze. Aber es auch, die Asylpolitik in Deutschland ist ein bisschen so nach Grenze, Außergrenze geht. Und sie versuchen jetzt alles so, die Leute verhindern, die Leute nicht reinzukommen. Aber es auch hier, was passiert, die wollen auch nicht mit damit beschäftigen. Da finde ich es auch, krass zu sehen, zum Beispiel jetzt die Grenze nicht mehr in Europa, aber war im Mittelmeer oder in Sahara in Afrika und so. Und das ist alles, was Negatives zu sehen von meiner Seite. Aber ja. Bleiben wir für den Moment nochmal in Deutschland. Jan, Adam hat jetzt eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt, die sich so in dieser Zeit 2012 bis 2014 zum Positiven im Flüchtlingsrecht verändert haben. Viele, die zum Beispiel Flüchtlingsberatung machen, sagen oft, es ist super frustrierend, die haben danach alles wieder abgeräumt, alles, was erkämpft worden ist an Fortschritten, ist schrittweise wieder zurückgedreht worden. Wohin tendierst du so? Gibt es sozusagen Überbleibsel der Erfolge aus dieser Phase oder ist von denen eigentlich nicht mehr viel zu spüren? Ja, viele Sachen hast du gesagt und das sind sozusagen vielleicht nicht unbedingt alles im Gesetzestext etablierte Erfolge, aber eben, dass wir hier sind und das ist sozusagen nur ein Mini-Teil der Menschen, die sich damals beteiligt haben, aber die meisten sind eben auch noch da und
sind auch noch in Berlin. Und also sozusagen, es ist auch ganz viel konkret Erfolg erreicht worden. Also auch im Nachgang, auch wenn diese Verhandlungsangebote alle nicht so ernst gemeint waren, sie waren dann trotzdem die Grundlage, auch in einzelnen Fällen Aufenthaltsrecht durchzusetzen. Und ich glaube, dass so ein anderer Standard auch in dem politischen Protest oder so sich etabliert hat, wie man miteinander arbeitet, wie zusammen gekämpft wird, der auch bis heute weiterwirkt und auch irgendwie sich verbreitet hat. Und ich glaube auch, dass diese sogenannte Willkommenskultur von 2015 nicht so selbstverständlich möglich gewesen wäre, ohne die dann auch jahrelangen Proteste davor. Und dass die Rhetorik eine andere ist. Also zwar wurde durch Seehofer und auch Merkel massiv Asylrechte wieder kassiert und kaputt gemacht oder weiter kaputt gemacht, die kleinen Erfolge, aber dass eben die Menschen nicht in Ungarn erschossen werden konnten sozusagen, sondern viele durchgekommen sind, das war auch aufgrund der Proteste, die Diskussion verschoben haben. Alle müssen, selbst die CDU muss, so tun, als wenn sie sich für Menschenrechte einsetzt, also auch von Geflüchteten, auch wenn sie dann andere Gesetze machen. Aber das ist nicht immer schon zählbar, aber das ist eine relevante Verschiebung irgendwie, die weiter eine Rolle spielt. Und viele eben, es wurde auch ganz viel mehr Geld mittlerweile in Beratungsstellen gegeben und sozusagen die Infrastruktur ist eigentlich besser, auch wenn die Gesetzeslage wieder schlechter wurde. Gibt es sozusagen selbstverständlicher diese Netzwerke und selbstverständlicher diese Zusammenarbeit, die Isolation aufbrechen kann. Ja. Kim, du hast jetzt ganz viel genickt bei dem, was Adam und Jan gesagt haben. Wenn du jetzt sozusagen an den unmittelbaren Raum hier denkst, also Kreuzberg, die Umgebung der Schule, was davon hat sich sozusagen im Kiez niedergeschlagen? Inwieweit hat diese Zeit und dieser Kampf hier den Ort an dem Besinn verändert oder auch die Umgebung? Naja, also wie Adam und ich, also wie alle auch schon sagten, es sind viele Leute noch da und es sind auch nach wie vor viele Begegnungen da und viel unterschiedliche Unterstützungsarbeit auf einer persönlichen Ebene und einiges eben auch da zum Positiven wirklich bewirkt worden und Freundschaften entstanden, Familien entstanden und so weiter, Netzwerke, die weiterarbeiten. Also ich muss sagen, ich kriege jedes Mal, also wenn ich hier vorbeifahre und besonders jetzt auch, wo ich hier das erste Mal wieder in der Schule bin, eine leichte Krise, weil das hieß dann ja, da würde gebaut und bin ja Wohnraum und irgendwie dann wurde der Pavillon ganz schnell weggerissen, dann alle Bäume und so weiter und da ist jetzt dieses Loch und ich habe keine Ahnung, was damit passiert und das ist irgendwie so ein bisschen wie so ein Sinnbild für mich, da ist irgendwie so ein bisschen so ein Loch auch und vieles, also was damals, finde ich, wirklich so einen ganz spürbaren Optimismus auch und Zusammenhalt hatte und wirklich eine große Kraft, hat auf jeden Fall weitere Wirkungen gezeigt und hat auch noch eine Präsenz. Und ich glaube, was auch positiv ist, wird auch mehr verknüpft mit Überlegungen überhaupt zum kapitalistischen System, zum globalen Süden. Und ich hoffe, dass es sich weiter auch politisch noch mit anderen Ebenen verbindet, also dass wieder andere Verbindungen entstehen, ist meine Hoffnung jetzt nicht nur auf den Kiez, sondern überhaupt politisch gedacht. Nach irgendwie dieser seltsamen Zeit, in der wir jetzt sind. Und es ist aber kleiner. Also ich habe den Eindruck, das sind unsichtbarer. Also es hat nicht mehr diese Sichtbarkeit und Präsenz. Und da würde ich hoffen, dass wir da irgendwie wieder nochmal hinkommen. Thank you.
Thank you.